Hallöchen, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück. Die Käthe wieder hier, eure Handarbeitstroller. Am Montag geht die Schule los. Ja, habe ich die Gunst der Stunde mal genutzt? Dafür? Ja, ich war beim Action. Der kleine Große braucht ja ein paar Sachen dann noch für Montag, ne? Rein zufällig. Ist ja klar. Ja. Also, machen wir heute einen Action-Haul, würde ich sagen. Ich packe die Tüte mal aus, so nach und nach, was ich so drin habe hier. So. Fangen wir mal an. Fangen wir mal wirklich mit Schule an. Und zwar, ja, so ein paar Buntstifte verbrauchen sich immer. Mein innerer Monk stellt sich quer, weil das nicht in Regenbogenfarben sortiert ist. Ja, ich blende euch immer die Preise mit ein. Ne? Und da hat jetzt ja nicht nur Buntstifte gebraucht werden, sondern auch, naja, hier so eine Aquarellbuntstifte. Auch das haben wir mit dabei. 24 Farben. Was sind das? Hier ist ein Pinsel. Ach, guck an, da ist gleich so ein Pinsel mit Wassertank. Siehst du das? Warte mal, guck mal. So ein Pinsel mit Wassertank gleich mit dabei. Hier sieht man den Tank. Ist ja geil. Mit Aquabrush. Okay, klar. Wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Alter, Leute, ich war das erste Mal beim Action, ja, und dachte, okay, Farben, Formen, Gerüche, Hilfe. Ich war ein bisschen überfordert, muss ich ehrlich gestehen. Ich war ganz froh. Da kommen wir nämlich gleich, die Diamond Painting Stangen nämlich gleich vorne. Hilfe! So viel Zeugs und ich wusste ja nicht, wo ich hingucken sollte. Alles so schön bunt da. Ne? Naja, gut. Aber das geht vielleicht allen mal so. So! Fand ich ganz lustig. Wir sind noch nichts von. Ein paar Sticker habe ich gekauft. So eine 3D-Sticker. Oder wie auch immer man die nennt. Team Marvel! Ja! Wir sind Team Marvel. Mein Kind steht auf Iron Man. Wo habe ich ihn? Ich sehe durch das Stativ immer nicht, wo ich ihn zeige. Zack, da. Genau. Und ich bin Groot. Nur mal so am Rande. Was habe ich denn? Oh, jetzt ist es auseinandergeflödet. Ein T-Shirt habe ich ihm noch mitgebracht. Kann man immer gebrauchen. Zack. Und die Kinder wachsen ja wie Unkraut. Ja, obwohl ich mir immer noch, oder wo ich mich frage, wohin will er denn noch wachsen? Und er wächst immer noch nach oben. Hilfe, Hilfe, jetzt sagt er. Schuhe habe ich auch gekauft für ihn. Oh Gott. Zarte Schuhgröße 32, 42 meine ich. 32, ne, das wäre ja schön. Mit harten Hang zu 43. Und davon weiß er hier auch noch nichts. So ein, weiß nicht, so ein, ich glaube, das sollte so ein kinetischer Sand sein. Denke ich mal. Shake me. Na bitte, mach ich doch. Und? Spielst du jetzt Musik? Kochst du Kaffee? Schade. Ja. Das finde ich immer so ein bisschen gruselig. Guck mal. Kaltet jetzt still und wenn sich das da drinnen so weiter bewegt. Denke ich mir, was ist da. Oh, ist das, Naja, ich find's gruselig. Aber gut. Hauptsache den Kindern gefällt's. Okay, also kinetischen Sand. Wunderbar. Zack. Ja. Das habe ich für mein Kind bei Action gekauft. Was habe ich mir gekauft? So einen kleinen Tischorganisierer.
Den fand ich ganz schön von den Farben her. Hier drin sind die verschiedenen großen Boxen. So schaut's aus. Jo. Fand ich ganz hübsch. Und nachher mal ein bisschen stapeln. Weil du hast ja auch für Diamond Painting oder andere Hobbys einfach Stifte und Utensilien in verschiedenen Größen. So, verschiedene Größenordnungen. Kommen wir zum nächsten Washi-Tape. Da stand die Striftwerkung. Ich habe ja ein Talent, alles auf den Kopf zu stellen. Was ist denn hier los? Genau. Normaler, also ich habe eigentlich ja nicht so ein fancy Washi-Tape. Von daher dachte ich, nehme ich es mal mit, weil bisher habe ich statt Washi-Tape hier einfach so wie Malerkrepp halt. Ja, Fokus. Genau, genommen. Hat genauso funktioniert. Aber jetzt dachte ich, gut, nimmst du mal eine schöne Farbpalette mit. Mit Glitzer, ohne Glitzer. Grün, Pink, Blau. Kann man dann immer schön, auch je nachdem, was du vorhast, wie groß deine Diamond Paintings zum Beispiel sind, kannst du dann immer entsprechende Größen dir raussuchen. Fand ich gut. Da musste ich an mein Tropical Forest denken. Grün wird da, denke ich, zum Einsatz kommen. Ja. So, und du hibbelst und du hibbelst und du hibbelst auf Diamond Paintings. Richtig? Seht ihr an. Aber wisst ihr was? Kommt noch nicht. Dachte mir, für die Entspannung kaufe ich mir mal noch ein paar Masken. Schick entspannen. So die Peel-Off-Masken, die finde ich eigentlich ganz cool. Ja. Genau. Was ist das? Was sind die Pinsel? Gut. Hauptsache, ich bin danach schön entspannt. Dann soll mir ja eher sein, was da drin ist. Bambus und Charcoal ist ja eigentlich hier Kreide, Kohle, Kreide, Kreide, oder? Gleich in so einem, diese Gruselmasken. Du brauchst zu Halloween, finde ich, immer ja keine Verkleidung. Nimmst du hier so eine Maske, packst sie ins Gesicht, die bloß hier zwar. Vielleicht nimmst du noch ein schickes Küchenmesser in der Hand. Reicht. So. Und dann dachte ich, gut, Maske, alles wunderbar. Ach, da geht noch mehr. Und dann habe ich daneben entdeckt, hier, kick mal, eine Maske für jeden Tag. So eine Wochenration Entspannung. Wenn dit nicht hilft, also wenn dit nicht hilft, dann, ne, wenn ich danach nicht aussehe wie Prinzessin Tausendschön, also dann sehe ich halt nicht so aus. Ne? Muss ja auch nicht. So, und jetzt werde ich dich mal erlösen. Pass auf. Ich habe Diamond Paintings gekauft. Und zwar bin ich im Fokus? Ja, den hier. Warte mal, da kann ich dich herausstellen. Zack, flüpp. Hier mein Tausendschön-Set hier weg. Einmal den hier. Ganz normalen Steinchen ohne irgendwelche Extras. Genau. Ich glaube, die sind alle in 40 mal 60 immer, wa? Genau. Nummer 1. Nummer 2. Steinchen und das siehst du hier vorne im Vorschaubild, das sind AB-Steinchen. Ich packe dir natürlich die hier in einem Extra-Video. Gucken wir uns die alle einmal an. So.
Hier siehst du die Bilder vielleicht ein bisschen schöner. Zack. So. Tüte wirft ein bisschen blöd Schatten. Naja, gut. So, Nummer 3. Wenn ich schon nicht verreisen kann, dann kommt die Reise halt zu mir. Und zwar, hier siehst du, normale Steinchen plus anders geformte. Hier siehst du dann auch. Hinten, hier siehst du das komplette Bild, was das am Ende ist. Und deine anderen Steinchen. Wie gesagt, machen wir dann ganz in Ruhe in einem extra Video. So, und das vierte und letzte. Dann bist du erlöst. Ist das hier? Fand ich auch irgendwie cool. Auch wieder mit speziellen Steinchen. Das ist das Endbild. Und richtig schöne hier so, wenn die wirklich so aussehen. Ach so, Weitwinkel. Weitwinkel, kein Nahfokus. Ja, okay, wir werden es irgendwann lernen. Guck mal. Wenn die wirklich so aussehen, bin ich ja hellauf begeistert, ey. Schön. Schön, schön, schön. Und irgendwo waren noch so Dropsies. Oder? Naja. Gucken wir. Gucken wir uns an. Genau. Entschuldigung. Musste sein. Genau, also. Das war mein kleiner, feiner Haul. Und hier werde ich auf jeden Fall mal, wenn ich es getestet habe, mal zwischendurch berichten, ob ich hier pinke Elefanten gesehen habe. Und hier jetzt dann in der nächsten Staffel Germany's Next Topmodel mitmachen kann. Nach der Wochenration. genau. Das war's. Mit den anderen vier Schönheiten hier unten. Da sehen wir uns nochmal wieder. Ich auf jeden Fall verabschiede mich heute. Wünsche dir einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer du auf dieses Video stößt. Hörner aufrecht. Egal in welcher Situation du gerade bist, fühl dich umarmt und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bleibt mir gesund, bleibt mir fröhlich und ja, ich hab euch lieb. Tschüssi!